Willkommen zurück zu Borderlands 2 in der Handsome Collection auf der PlayStation 4 mit Angelus. So. Und wir überqueren jetzt hier den Wasserlauf. Warnung! Kontakt mit Iridium-Rückständen kann zur teilweisen Auflösung des Exoskeletts führen. Dankeschön für die Warnung. Ich werde mich dran halten. Ich möchte mein Exoskelett natürlich nicht verlieren. Ich hätte gerne ein Exoskelett, ey. Drohne. Okay. Explosivloader. Bam. Weiter so, Roboter. Ihr arbeitet zufriedenstellend. Eigentlich nicht. Die gehen ja ein nach dem anderen drauf. Das ist doch nicht zufriedenstellend. Frau. So, jetzt aber weiter. Next, 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 next. Wo will er hin? Zerstört. Oh nein! Finde einen anderen Weg über den Fluss. Scheiße, ich hätte ihn aufhalten müssen. Da kommt doch was. Aber da oben sind welche. Sein Gesicht gesehen? Kein Ding. Echt gut, die Waffe, die ich hier gekriegt habe von Tiny Tina. Diese mit Herzchen drauf und so. Die T-Büchse. Hey, bleib stehen. Ich registriere einen Lastkran in der Gegend. Damit könntest du über den Fluss kommen. Du registrierst ihn und ich habe ihn schon gesehen mit meinen menschlichen Augen. Was ist das denn? Kommt der? Er kommt. Was für Anzeigen Achtung, hier, ey. Hyperion-Roboter. Nachschublieferungen, die bei Thrasher-Angriffen verloren gehen, werden euch von eurem theoretischen Gehalt abgezogen. Du wiederholst dich. So. Fährt der alleine? Oder muss ich hier einen Knopf drücken? Gibt es hier einen Knopf? Irgendwo? Hallo? Er fährt. Yeah. Geile Technologie. Hyperion-Roboter, die einen Thrasher terminieren, erhalten zur Belohnung die Fähigkeit, stolz darauf zu sein, einen Thrasher terminieren. Das ist noch so ein Ding. Ich steig mal aus. Wow! Hier rein. Hilfe! Hilfe! Boah, da wäre ich fast zerquetscht worden. Hey, mach die Tür auf! Ich wollte da gerade durch. Jetzt muss ich wieder warten, bis die Tür aufgemacht wird. Scheiße, hab ich wieder getrödelt, ne? Mach auf! Ich kann ja nicht mal hochspringen. Oh, 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 Alter! Gar nicht gut gerade. Ich komm rauf, ich komm noch rauf. Ah, Deckung, ich hab kein Leben. Alter, hör doch mal auf. Wer war das? Komm her. Ein Geschützter. Komm, 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 ein Treffer noch. Alter. Ja, mach doch mal das Ding aus. Kommt einfach so ein Loader raus hier, ey. Kann ja keiner mit rechnen. So, aber ich hab ja schön in die Kommentare geschrieben, dass ich den aufs Auge schießen soll. Dann baut er nichts Neues. Das ist sehr, sehr hilfreicher Tipp gewesen. Und dann auf die Beine schießen, ne? Wahrscheinlich. Hey, ey, 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 ey. Reparationsdings. Wo ist er jetzt? Wo ist er da? Oh, meine Waffe ist leer. Der wird schon wieder geheilt, ey. Grüß dich!
Nein! Ich hatte ein Schild vorm Auge. Was war das denn schon wieder für eine Explosion hier neben mir? Och, der hat eine Bombe. Boah! Hat ja nicht mal eine Chance mehr aufzustehen, ey. Die schmeißen Bomben in hohen Bogen, ey. Oh nein, ein Jackbild hier beim Spawnpunkt. Will ich nicht sehen. Mach das weg. Bäh, the new face of Hyperion, ey. Was? Ich bin hier drüben? Wie kacke ist das denn? Find ich nicht gut. Blöd gemacht. Mediumkristalle stehlen wollen, werden vor ihrer öffentlichen Zerlegung für ihre Initiative geehrt. Boah, was ist denn das für ein Sniper, ey? Dreier-Schuss und zieht übelst hoch. Guckt euch das mal an, dieser Rückstoß. Ich mach gar nichts mit dem Stick, das macht das Ding von alleine. Komm schon. Voll assi von hier drüben den Constructor zu machen, ne? Aber es klappt. Die Raketen kommen noch nicht bis hier, oder? Oh, oh, oh. Ich glaube, die kommen doch bis hier. Ah! Pearl Harbor Angriff. Er hat mich erwischt mit irgendwas. Nein! Bots, die Iridiumkristalle stehlen wollen, werden vor ihrer öffentlichen Zerlegung für irgendwie ist das gut. Ja. Irgendwie werden wir da mal getroffen und man sieht die Dinger nicht so richtig, wenn die von oben kommen. Das ist voll scheiße zum Ausweichen und so. Ich glaube an mich selbst, naja. Nicht wirklich, bin hier schon so oft gestorben wieder. Ja, guckt euch das mal an. Ach nee, das ist Constructor ist wieder voll. Ja. Ja, ja, ja. Ich muss lieber darüber. Seh zu. Die hätten ja drüben doch wenigstens so einen Checkpoint hinbauen können. Ja, vielleicht hätte ich auch vielleicht da drüben die Brücke wieder runter machen können. Dann müsste ich nicht hier ständig auf diesen Krantransport warten. Da vorne ist so da irgendwo ist so bestimmt ein Schalter, um die Brücke wieder runterzulassen. Naja. Kümmern wir uns erstmal um den Constructor. Guck mal, wo der hinschießt. Mach das aus, den Laser. Okay. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Ich muss in Deckung. Alter, das Geschütz ist schon weggeburnt. Mann. Dass der damit so 90 Grad um die Ecken schießen kann, ey. Guck das mal an. Total unnormal. Und dann kommen auch noch die Dinger von oben. Oh, da kommt wieder so eine Bombardement-Attacke. Siehst du diese Lunar-Versorgungsschutz? Wir müssen einen Lunar-Versorgungstransmitter stehlen und die Mondbasis dazu bringen, dir eine unkalibrierte Schnellreise einzuschicken. Mädchen, da ist ein. Da ist ein Constructor. Naja, oder auch nicht. Lass du mich nicht zu. Och, jetzt hat er mich erwischt. Ey, ich will nicht nochmal darüber. Das ist doof. Na, guck mal, wie schnell mein Leben runtergeht. Oh.
Jetzt bin ich viel weiter links gespawnt. Das ist dann wieder eine tolle Folge heute. Tut mir leid. Er ist wieder voll, natürlich. Weil er wieder resettet wurde. Bots, die Iridium-Kristalle spielen wollen, werden vor ihrer öffentlichen Zerlegung. Mann, ey. Warum kann nicht mal irgendwas klappen hier? Blödes Drecksviech. Komm, schneller hier. Kackbratze. So. So, fahr. Das ist aber mit dem Laser wirklich ein bisschen krank gemacht, dass das Ding wirklich im 90-Grad-Winkel einfach mal so zur Seite schießen kann. Stellt sich da hinter den Kisten und er schießt einfach so, ohne sich zu drehen, einfach so vom Laser. Da kommt er wieder. Da, er ist schon rot. Schießt er einfach so zack rüber. Das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Alter. Mein Geschütz bringt da auch nicht wirklich viel. Ah, da kommt er wieder, der Laser. Granate! Nein, 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 du blöd. Alter, hast du die Granate gesehen? Ich wollte die über die fast über weg, hier über die Kisten wegwerfen. Aber das so ein Bouncing-Ding. Das gibt's nicht. Oh, ey. Alter, das kann doch nicht wahr sein hier langsam. Wo soll ich mich denn da hinstellen? Hier unter oder was? Vielleicht. Das ist auch kacke. Der will mich verarschen hier. Da habe ich in der letzten Episode, da oder davor, den Wilhelm so schnell platt gemacht. Und jetzt ist hier so ein bescheuerter Constructor, der mich echt trollen will, ey. Und dann spawne ich immer wieder hier drüben. Klon eines kürzlich Verstorbenen. Vielleicht war das am Anfang doch gar nicht so blöd, den von hier zu machen. Hyperion-Roboter, die einen Thresher terminieren, erhalten zur Belohnung die Fähigkeit, stolz darauf zu sein, einen Thresher terminiert zu haben. Sein Laser ist nämlich nicht weit genug, um mich hier erwischen zu können, aber mir geht halt die Sniper-Munition aus. Nur noch 27. Komm schon. Ich hätte doch schon fast platt, ey. Und dann... Ach, ist doch alles kacke heute. Es gibt so manche Tage, da sollte man, glaube ich, nichts zocken. So. Weg, bevor die Granaten hier einschlagen. Guckt euch das an, ey. Aber er ist explodiert, ey. Mann. Ein letztes Mal noch rüberfahren. Wie doof war das schon wieder, ey. Mann. Kann nicht mal was in einer Episode glatt gehen, ohne so solche Zwischenfälle. Tut mir wirklich leid, dass ihr euch sowas antun müsst hier. Fahr schneller. Ich bin gerade emotional gereizt. Ein Container. Die Sonne steht schon tief. Die Stadt steht auch schon tief. Guck mal, es wird hier schon dunkel, weil ich so lange gebraucht habe. Und er hat wahrscheinlich auch nur Scheiße fallen lassen. Irgendwelche weißen Items, bisschen Geld. Schockresistenz, Slagresistenz braucht auch keiner. Hier ist der Checkpoint, ey. Und, warte mal, ich guck mal hier. War hier wirklich ein Knopf? Ja, hier war wirklich ein Knopf. Das hätte sicherlich einiges an Zeit gespart, wenn ich da mal die Brücke runter gemacht hätte. Hier ist wieder extrem gefährliches Gebiet, weil hier Kühlschränke von oben runterfallen können. Orbital! Receiving irgendwas. Was ist das denn da vorne? Ist es noch weit? Nein. Was sagen denn die roten Lämpchen hier? Gefahr? Was ist das?
davon abgeraten, ist das Wasser? Der Fischerpopulation als das ist Wasser. Nahrung zu dienen. Cool. Technik, die begeistert. Das ist so eine große Fläche hier, keine Gegner. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen skeptisch. Gefriesiger Thresher. Der Schütz ist scharf. Wow. Ja. Hat dieser Thresher gerade den Transmitter gefressen? Ich musste zurückholen. Ja, toll. Nein, jetzt kommt hier Terror, Alter. Terror vom Feinsten. Der Thresher hat wieder volles Schild. Bleib doch mal da. Wie reagierst du denn auf Feuer, Brüder? Wurm. Angriff der Raketenwürmer. Tremor. Hilfe. Gib mir meinen Transmitter, du elender Felswurm. Ich brauche ein neues Magazin. Oh, Waffe leer. Er stirbt. Er ist down. Regenwurm vor. Ich blitze. Da ist der Transmitter. Aber hier sind noch Loader. So, guck mal, das hat wieder leicht beim ersten Mal geklappt. Da ist der Transmitter. Hast du den Transmitter? Ja. Gut, damit können wir eine unkalibrierte Schnellreiseeinheit von der Mondbasis anfordern. Du brauchst einen ruhigen Ort, um den Transmitter zu aktivieren. Begib dich zu der Ortschaft Overlook. Dank der Bergbauaktivitäten von Hyperion leiden die Einwohner dort alle unter Schädelfrost. Sie werden uns nicht stören. Schädelfrost hatte ich letztens auch. Da habe ich Wassereis gegessen. Mhm. Das ist ganz schön heftig. Da kann ich mitfühlen, wie es den Einwohnern da geht. Hier muss ich durch. Aha. Das sind ja wieder die Highlands. Da war ich doch vorher schon. Okay, oh, da ist ein Fahrzeug. Nice. Fahrzeugstation. Wo muss ich denn hin? Ich sehe gar nicht auf der Karte. Oh, da. Oh. Das ist aber weit. Das ist es, was ich an euch Schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann, zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Und der Typ greift mich mit einem Löffel. Mit einem Löffel. Und ich lach nur und löffle ihm seine Augäpfel damit aus dem Kopf. Und seine Kinder. Der labert, ey. Ein Scheiß. Also ich muss hier, kann hier das Fahrzeug holen und kann einfach da hoch, oder? Also, nee. Und, ach, du hättest das sehen sollen. Jedenfalls, Moral von der Geschichte. Du bist ein Miststück. Toll. Beleidige mich doch gleich und erzähl mir hier nicht so eine Geschichten von Löffeln. Mann, ey. Gehst du einen Schritt da zu nah ran, kommen da auf einmal voll die Geschütze ausgefahren und Drohnen und alles und willst nur mal gucken. Willst nur mal gucken. Und zack, kommt hier Verteidigungsmechanismus, ey. Ich wollte gucken, ob ich da mit einem Auto durchfahren kann, aber so wie es aussieht, ist es wohl nicht der Fall, weil da der Weg zugebaut ist. So, weg mit dir. Also, ich kann da durch das Gebiet durch. Das ist der schnellste Weg, wenn ich hier, glaube ich, hier einfach hochfahre. Da muss ich da durch. Da sind Loader, da sind hier die Geschütze dran. Da kommt wieder einiges Stress auf mich zu. Oder ich kann außen rumfahren. Mit einem Auto. Ich überlege mir das mal, welchen Weg ich hier nehme. Und dann geht es in der nächsten Episode weiter. Hoffentlich ein bisschen besser als heute. Also irgendwie, heute bin ich überhaupt nicht zufrieden mit der Episode. Weil ich da so Schwierigkeiten hatte mit dem blöden Constructor. Das ist echt, weiß ich nicht. Ich will das gerne in Zukunft besser lösen, dass ich da
nicht ständig von diesem scheiß Checkpoint da wieder hinlaufen muss zu solchen Kampf. Naja, tut mir leid, das war heute, ja, nicht die beste Episode, denke ich mal, aber es geht noch weiter mit Borderlands und es kann ja nur besser werden. Also vielen Dank, dass ihr trotzdem mir zugeschaut habt hier beim Failen und dann geht es in der nächsten Episode weiter mit Borderlands 2 auf meinem Kanal. Also haut rein, Leute, bis dann. Ciao, ciao.